Hey meine Freunde und willkommen zurück zu Summoners War. Heute werden wir uns gemeinsam mal die neuen Monster anschauen, beziehungsweise die Fähigkeiten, denn die sind heute rausgekommen, beziehungsweise ich versuche das Video heute noch hochzuladen, also heute, ich bleib mal bei dem bei heute. Und zwar Update 5.2.1 ist da und da sind unter anderem die Bestienreiterinnen mit bei und ich muss sagen, das ist anders als gedacht. Habe ich doch ein bisschen verkehrt gelegen, muss ich sagen, aber das Prinzip, was da rausgekommen ist, interessant. Ich finde es sehr stark. Aber wir schauen uns das an. Ich habe mir die nur grob angeguckt. Ich habe mir ein Video mal zu dieser Wind angeguckt. Also grob drüber geguckt. Ich habe es jetzt nämlich wirklich komplett angeguckt. Ich wollte es auch gerne zeigen. Also hätte ich welche gefunden, jetzt RTA-technisch oder so, der gerade mit der spielt oder der schon eine hat oder so, dann hätte ich auch welche immer mal wieder so ein paar Blicke eingezeigt. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Ich schaue gleich nach der Aufnahme nochmal, ob ich irgendwie im Nachhinein noch irgendwie was einfügen kann. Aber das werdet ihr dann sehen. Wenn nicht, dann habe ich leider nichts gefunden. Tut mir dann leid. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich finde die gut, aber darauf gehen wir gleich ein. Ja, ich gehe mal ganz kurz so ein bisschen den Patch durch. Ansonsten bei Lumel kannst du jetzt Rang angucken. Ist, naja, nicht so toll. Legendäre Runenkiste. Einmal in 7 Tagen, 7 Mal im Monat. Einmal in 7 Tagen. Jetzt da kannst du 7 Mal im Monat, okay. Ansonsten geheimnisvolle Runenkiste. Kannst du jetzt 15 Mal im Monat. Und es wurde ein bisschen, also Preise, Gilden, okay, die Gilden-Dings wurden ein bisschen runtergenommen, also die Gildenpunkte davon. Okay, ansonsten kannst du jetzt deine Transmog keepen. Ich glaube, das ist, also ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das ist dafür da, wenn zum Beispiel so wie letzte Mal jetzt war, wo man die Trans bekommen hat für einen Tag oder zwei Tage. Zum Beispiel Gianna bei mir hatte einen ganz anderen Skin. Und das hat mir auch nicht so toll gefallen. Oder Kamun oder so. Naja. Ja, dass du das dann irgendwie so behalten kannst, schätze ich mal. Ansonsten war es da nicht groß. Ansonsten ist hier noch eine Anzeige anders. Die hat mich erstmal komplett verwirrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich möchte das jetzt einnehmen, dann ist das, wartet. Ich kann eigentlich mal eben hier die Energie einnehmen. Ist jetzt RIP, aber naja. Da. Ne, das ist, an sich sieht's cool aus, aber das ist so ungewohnt. Aber okay, naja, ist ein bisschen ungewohnt. So, gehen wir auf die Skills ein, ja. Also ich habe mir die Skills auch wirklich nur überflogen. Ich habe mir die Skills nicht wirklich angeguckt. Ist jetzt so gesehen auch meine First Reaction. Alter, 123 Base Speed sehe ich da gerade. What the fuck? Haben die alle so viel? 108. Nee. Okay, die 123 Base Speed. What the hell? Okay, krass, Mann. Die haben auf jeden Fall alle kein Lead, aber man hat wieder zwei Formen, beziehungsweise zwei, wie bei Einhorn oder Druide, ja, man hat hier so zwei Dinge. Ich glaube, das mag Kamtor so ein bisschen, ne? Kann das sein? Finden sie inzwischen irgendwie ganz cool, dieses Hin- und Her-Geswitche-Ding da. Muss ich sagen, finde ich auch cool, finde ich auch cool. Und ich muss sagen, die Passive, ich glaube, das ist bei jeder gleich, wir fangen mal mit der Passiven an, finde ich nämlich, es ist ein Perner so gesehen, kann man so gesehen sagen. Ja, und zwar passiv bei allen Reiterinnen. Das heißt, ich lese jetzt auch nur einmal vor. Und zwar jetzt bei Feuermarscher, Reiterin passiv. Wenn der tödliche Schaden zugefügt wird, steigt sie von der Bestie ab und setzt den Kampf fort. Sprich, also der Panther ist nur weg und sie steht dann alleine da. Ja, hat wieder ganz andere Fähigkeiten etc. pp. Sie aber zweimal so gesehen musste sie besiegen, kann man sagen. Ja. Inklusive anderen Fähigkeiten, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf ein. Ansonsten, die Passive hier ist, glaube ich, unterschiedlich. Deswegen gehen wir davon gleich. Gehen wir darauf gleich ein. So, fangen wir mit den ersten an. Sperr der Wächterin. Greift den Feind an, um das Angriffstempo für zwei Runden mit einer Chance von 30% zu verringern. Je höher dein Angriffstempo im Verhältnis zu dem des Gegners ist, desto größer ist der verursachte Schaden. Sprich also umso mehr Speed, umso mehr Damage. Sprich, die wird wahrscheinlich sehr schnell gebaut. Das ist auch, glaube ich, die, die wir wahrscheinlich auch im Trailer gesehen haben. Also das ist zumindest die Bilder gezeigt ist. Also diese Vorschaubilder da. War auch, glaube ich, Feuertante. Aber okay. Ansonsten tut sie das Angriffstempo für zwei Runden um 30% verringern. Das ist ganz nett. Ich finde es halt interessant, dass sie auf, also sie wird wahrscheinlich auf Swift gebaut. Nehme ich einfach mal an, weil sie mit Angriffstempo tangiert. So ein bisschen mit Foi vergleichbar. Ja, deswegen, aber das Ding ist nur, ne, je höher dein Angriffstempo im Verhältnis zu dem des Gegners ist. Sprich also, wenn du jetzt zum Beispiel so auch ein schnelles Monster hast als Gegner. Ist jetzt gleich ein blödes Beispiel, aber nehmen wir jetzt mal Wusa als Beispiel. Wusa wird in der Regel auch relativ fast gebaut. Macht sie wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden, als wenn du zum Beispiel gegen einen Fat Lucian spielst. Ja, weil Fat Lucian wird im Normalfall nicht unbedingt mega schnell gebaut. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Da würde sie ja mehr Schaden machen, weil du im Gegensatz zu ihm wesentlich mehr Speed hast. Also in dem besten Falle. Auch wenn du sie versuchst schnell zu bauen. Und mit 123 Space Speed ist das leicht, sage ich mal, leichter,
Ja, leichter. Anstatt eine Busted mit 99. Ja, so beispielsweise. So, schnelle Verbindung. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie schwächt die Verteidigung des Gegners für eine Runde. Und der Angriff der Reiterin absorbiert den Angriffsbalken des Gegners um 25% für jeden schädlichen Effekt auf dem Ziel bis maximal 100%. Okay, das ist ganz interessant. Ampingzeit geht auch noch 2 Runden runter. Krass, wow. Geht auf 3 Runden runter, krass. Also erst einmal fangen wir damit an. Sie macht umso mehr Schaden, je nachdem wie viel Tempo sie hat. Das spricht von selber. Dann greift den Feind mit zweimal mit der Bestie. Also die Bestie greift zweimal an. Und die Bestie kann halt die Verteidigung senken. Für eine Runde. So, die Reiterin und der Angriff, also der Angriff der Reiterin absorbiert den Angriffsbalken. Sprich, du machst einen Deathbreak und du reduced so gesehen die Attack Bar vom Gegner um 25% für jeden schädlichen Effekt. Sprich, also du hast jetzt beispielsweise auch wieder Wusa im, also der Gegner hat einen Wusa im Team, ja, und so gesehen schädliche Effekte. Sprich, also sagen wir mal, du hast Rika in deinem Team, machst vorher noch die Dots drauf, landen gut und dann machst du diese Attacke, hast im besten Falle 100% Attack Bar weggenommen vom Gegner, aber du bekommst die. Muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ja, vor allem 25% sollte eigentlich immer dabei sein, wenn der Deathbreak von der Bestie trifft. Weil es ist ja so gesehen Doppelangriff. Er macht den Deathbreak und sie macht den Absorb. So gesehen. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Nur 3 Runden mit Skill-Ups ist ganz solide, muss ich sagen. Wilde Schritte passiv. Fertigkeitseffekte zu erhöhen. Warte mal. Fertigkeitseffekte zur Erhöhung deines Angriffsbalkens erhöht sich um 50% und Fertigkeitseffekte zur Verringerung deines Angriffsbalkens verringern sich um 50%. Außerdem erhöht sich dein Angriffstempo um 15%, wenn dein Angriffsbalken durch Fähigkeiten erhöht wird bis maximal 5-mal. Wow, jetzt bin ich übelst verwirrt. Was? Was wollen die von mir? Wenn du jetzt zum Beispiel Vela, Bastet oder so, Megan im Team hast. Also sie kriegt mehr Attack Bar, verstehe ich das richtig? Und Fähigkeitseffekte zur Verringerung deines Angriffsbalken, beispielsweise ja, Mina, Miho, so derzeit so Meta, sag ich mal, verringern sich um 50%. Also du kriegst auch mehr Reduce rein. Verstehe ich das richtig? Und außerdem erhöht sich dein Angriffstempo um 15%, wenn dein Angriffsbalken durch Fähigkeiten erhöht wird. Ah, okay, das verstehe ich. Also sie kriegt mehr Speed, wenn du so gesehen, sagen wir mal, eine Bastet mit dem Team hast. Die erhöht ja deinen Angriffsbalken. Und das bist du 5-mal kumulierbar, so gesehen. Okay, das ist ganz cool, das ist ganz cool. Also ich verstehe das mit dem Angriffsbalken da oben noch nicht so ganz. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ist interessant, weil sie tangiert generell sehr viel auf Speed, sehr schön auf Schnelligkeit, sehr viel auf Attack Bar Reduce, Attack Bar Push und etc. pp. Also das ist ein Monster, was auf jeden Fall sehr fast sein soll. Tangiert sehr auf Speed, sehr, sehr, sehr schnell, sehr... Ne, ihr wisst, was ich meine. Ne, okay. Was hat sie ohne die Bestie? Greift den Feind an, um das Angriffstempo für 2 Runden lang mit einer Chance von 30% zu verringern. Je höher dein Angriffstempo im Verhältnis zu dem, ja gut, das ist gleich geblieben. Schneller Speerwurf. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind an und absorbiert den Angriffsbalken des Gegners um 25%. Okay, das ist dasselbe so gesehen, nur ohne der Bestie. Und das dann wahrscheinlich auch? Nee. Rachegedanken passiv. Die Max HP wird um 50% und das Angriffstempo um 15% reduziert, wenn du von der Bestie absteigst, der dem Feind zugefügten Schaden... Okay. Also du bist ein bisschen squishiger, kann man sagen. Also hast weniger Speed, hast... Okay, das ist interessant. Also das ist echt tricky. Da muss man echt umdenken. Da muss man echt ein bisschen umdenken. Weil wenn du jetzt zum Beispiel... Du hast jetzt 123 Base Speed. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr auf der... Also wir gehen einfach nur von dem Base Speed aus, ja? Verlierst du gesehen deinen Panda? Panther? Bist du aber 15% langsamer, sprich, du musst diese 15% von diesen 123 wegrechnen, sprich, da musst du wieder umdenken und bist natürlich squishiger, aber das ist jetzt, naja, nichts Neues, sag ich mal. Und dafür aber erhöht sich der Schaden um 100%, sprich, du machst mehr Damage. Das ist interessant, also da muss man echt ein bisschen umdenken. Interessant. Muss man mal in Action sehen. Marsha. Gehen wir weiter. Barbara. Das habe ich schon gesehen, da muss ich direkt lachen, als ich den Namen gesehen habe. Aber okay, das ist ja, glaube ich, dasselbe wie bei allen anderen auch, oder? Ja. Oder? Ja.
Aber die hat zum Beispiel nur 108 Tempo. Das ist, naja, okay. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greif den Feind mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie schwächt die Verteidigung des Gegners für eine Runde. Und der Angriff der Reiterin absorbiert... Okay, das ist genau dasselbe wie bei der Feuer. Nur, dass sie vom Base-Speed her auf jeden Fall langsamer ist. Okay, gehen wir mal zur dritten. Greif den Feind mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie entfernt alle vorteilhaften Effekte, die das Ziel besitzt. Sprich... Es ist ein Stripper, ein Single-Target-Stripper. Und der Angriff der Reiterin ignoriert die Verteidigung des Feindes um 35% für jeden vorteilhaften Effekt, den die Bestie entfernt hat. Danach wird der Angriffsbalken anderer Verbündeter im Verhältnis zu verlorener HP des Feindes aus dem Angriff um bis zu 50% erhöht. Wow, what? Sehr hohe Ablenkzeit. 5 Runden Ablenkzeit, das ist schon hoch. Aber das ist auch übel strong. Also sie hat einen Death Ignore. Death Ignore ist immer geil, ja. Aber natürlich nur, wenn der Panda so gesehen strippt. Aber das ist okay. Ja, wir gegen Wusa, Bastet, Wille, also Triana, Wille, Vela. Alles, was Buffs macht, Megan, whatever. Das ist echt interessant, das muss ich gar nicht, also finde ich echt stark. Ja, und dann noch zugleich kriegt so gesehen, je nachdem wie viel Damage du gemacht hast, also beziehungsweise um bis zu 50% wird der Attack-Balken deiner Verbündeten nochmal erhöht, je nachdem halt, ne? Das ist krass, also das ist echt stark. Ein Death-Ignore plus ein Attack-Bar-Push in einen. Das ist krass. Das finde ich stark. Also es ist vor allem RTA-Technik stelle ich mir das sehr stark vor. Also so PvP-lastig, ja. Bis jetzt finde ich alle sehr PvP-lastig. Wobei sie ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger einzusetzen wegen dem Skillset. Bei ihr ist es ja zum Beispiel, sie hat einen Strip, sie hat einen Death-Ignore. Wird auch wieder sehr schnell gebaut. Natürlich, sie hat jetzt ein Tempo nur von 108. Ja, das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu bauen. Aber sie tangiert trotzdem mit Speed. Ja, sieht man ja hier. Oder hier. Ja, also sie tangiert auf jeden Fall mit Speed und oder auch hier. Deswegen ist das halt schwierig. Wir gucken mal uns mal hin. Die Passive ist aber wie gesagt immer dieselbe, außer bei der Menschenform. Ich schätze, sie ist schwieriger zu bauen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde sie auch auf Swift bauen. Vor allem, sie ist ein Stripper. Sprich, sie sollte schon relativ schnell sein. Sie kann strippen, sage ich mal. Sollte aber auch Damage machen. Aber der Damage tangiert so ein bisschen eher mit dem Speed. Deswegen... Wahrscheinlich, also bis jetzt sind die alle so Swift-lastig. Gut, dass ich derzeit Giants war. Aber man muss sagen, man muss sie erstmal bekommen, ne? Da fangen wir erstmal an. Okay, gehen wir mal weiter zur Menschenform. Also ohne Begleiter. Das ist dasselbe, ne? Nee, ist das dasselbe? Doch, das ist dasselbe. Ne, greif wir Feinde mit Angriffstempo. Ja, das ist dasselbe. Schneller Speerwurf. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind an und absorbiert den Angriffsbalken des Gegners um 25% für jeden schädlichen Effekt auf den Ziel bis zu max 100%. Ist das dasselbe? Das ist nicht dasselbe, oder? Warte mal, das ist nicht dasselbe, oder? Doch, okay, doch, ist dasselbe. Okay, gut. Hier. Rachegedanke passiv. Okay, das ist auch dasselbe. Okay, das ist an sich dasselbe wie bei der Feuer. Okay, gut, gehen wir weiter zu Wind. Savannah, wie gesagt, von ihr habe ich ein Video gesehen. Ich glaube, bei Bagel, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, für die Leute, die es interessieren. Ich glaube, bei Bagel, der hat da was gefunden, auch RTA-Wiedergabe-Ding da. Also, wenn ihr da Interesse habt, schaut da mal vorbei. Der hat auf jeden Fall ein Video gemacht über sie jetzt, also gesehen. Also, der hat ein paar Kämpfe gezeigt von ihr. Fand ich sehr interessant. Sie ist dasselbe wie bei allen anderen auch. Fatale Verbindung. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greif den Feind mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie verwandelt alle vorteilhaften Effekte, die das Ziel besitzt, in kontinuierliche Schaden für eine Runde um. So ein bisschen wie bei Praha. Der Praha-Strip. Der ist ungefähr, also das kannst du gut damit vergleichen. Sie strippt halt so gesehen die vorteilhaften Effekte, aber wandelt sie in Dots um. So, ja. Ist genau an sich genau dasselbe, kann man sagen. Nur, dass das, glaube ich, kein AOE ist, sondern Single. Oder? Der Angriff wandelt alle vorteilhaften... Aber das ist ein Single-Angriff. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Single-Ding ist. Okay, also auch mehr Strip-Richtung. Für eine Runde um. Und der Angriff der Reiterin fügt Schaden hinzu, der um 50% für jeden schädlichen Effekt des Ziels erhöht wird. Okay. Okay, 3 Runden Ablenkzeit, das ist ganz nett. Ansonsten, an sich, sie strippt... Tut das so gesehen in Dots umwandeln, ja, und für, und der Angriff der Reiterin fügt Schaden hinzu, also sie macht um 50% für jeden schädlichen Effekt, also sie macht 15% mehr Schaden um für jeden vorteilhaften Effekt, der weggenommen wurde, beziehungsweise Dot drauf ist. Ja, sprich also, wenn du jetzt zum Beispiel auch wieder einen Wusa hast, sage ich mal beispielsweise, nimmst den Schild Wille weg mit der Bestie, ja, die Bestie macht das ja, und sie macht direkt hinten drauf dann so gesehen,
30% mehr Schaden dadurch, weil zwei Dots im besten Falle drauf sind, kann man sagen. So, kann man das gut sagen. So, das ist dasselbe wie bei allen anderen auch. Gigantisches Gebrüll. Die Reiterin erhöht das Angriffstempo aller Verbündete um 2 Runden. Das ist ziemlich cool. Kann man mit Chan so ein bisschen vergleichen. Und die war das Chan? Nee, Chan hat gestrippt, aber hat er auch das. Hat er das? Ich weiß, ich bin mir gerade nicht sicher. Greift alle Feinde an, schwächt die gegnerische Verteidigung für 2 Runden, sprich ein Deathbreak, AOE Deathbreak, das ist nice. Wenn die gegnerische Verteidigung niedriger ist als deine Angriffskraft ist. What? Also das schwächt die gegnerische Verteidigung für 2 Runden, wenn die gegnerische Verteidigung niedriger ist als deine Angriffskraft. Oh, okay. Sie macht das nur, wenn die Def niedriger ist als ihre Angriffskraft von den Gegnern, die Def niedriger ist. Das ist schwierig. Wenn du zum Beispiel gegen, naja, Taranarasasis zum Beispiel kämpfst, der wird so ein bisschen auf Def geholt. Oder Windpanda. Barad so ein bisschen vielleicht. Könnte schwer werden. Könnte schwer werden, da muss sie schon einen guten Attack drauf haben. Setzt den Angriffsbalken, setzt den Angriffsbalken des Gegners auf 0, wenn die Angriffstempo des Gegners geringer ist als deine. Wow, die könnte ich mir echt ein bisschen tricky vorstellen zu bauen, vor allem so für Early Midgame. Sprich, du musst auf sehr viel achten. Du musst darauf achten, dass deine Angriffskraft relativ hoch ist, um den Deathbreak landen zu können. Gut, es gibt auch Monster, die jetzt nicht so auf Death gebaut sind, da hast du mehr Chancen. Und du musst gucken, dass du sehr schnell bist, um den Angriffsbalken noch zu reducen auf 0. Ich meine, auf 0 ist krass. Ja, also du brauchst sehr viel Speed, sag mal, könntest Probleme kriegen, zum Beispiel gegen, beispielsweise Wusa. Mir fällt gerade nur Wusa ein, was sehr schnell gebaut ist. Könnte tricky sein. Vor allem, wenn der Gegner in der, sagen wir mal, LTA-lastig und dann noch einen 33% Speedlead hat, dann muss er alles umrechnen. Oder einfach Lack haben, wenn du keinen Bock hast zu rechnen. Interessant. Oh, 5 Runden Ablenkzeit ist aber, finde ich, auch wieder sehr hoch. Aber okay. Interessant. Wie gesagt, dazu habe ich schon was gesehen. Könnt ihr bei Bagel gerne mal vorbeischauen. Der hat darüber ein Video gemacht über sie. Da kann man sich seine eigene Meinung bilden. Ich finde es sehr schwer zu bauen, glaube ich. Ich schätze, hier ist alles dasselbe, ne? Guck mal. Hier hat die was anderes. Je höher dein Angriffstempo, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind an, um ihrem Schaden zuzufügen, der um 15% pro schädliche Effekte zieht. Okay. Also umso mehr schädliche Effekte sie hat, umso mehr Damage macht sie, kann man sagen. 15% pro Dot des Gegners, so gesehen. Okay. Und das ist dasselbe aber. Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den Interessanten. Narsha. Licht und Dunkel. Die erstmal zu bekommen, ist ein Lotto-Gewinn, kann man sagen. Ne? Ist ein Lotto-Gewinn. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist dasselbe wie bei allen anderen auch. Meine ich? Fatale Verbindung. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greif den Feind mit der Bestie 2-mal an. Der Angriff der Bestie wandelt alle vorteilhaften Effekte, die das Ziel besitzt, in kontinuierlichen Schaden für eine Runde um. Das kennen wir. Und der Angriff der Reiterin fügt. Ja, gut, das kennen wir. Das ist dasselbe wie bei. Ich glaube, das war so, sogar 7 hier, ne? Ja. Dasselbe wie bei Wind. Okay. Passiv. Oh, ist passiv. Wilde Verfolgung. Das Angriffstempo erhöht sich um 35% jedes Mal bis zu 5-mal, wenn ein Gegner einen Zug erhält. Wow! Das erhöhte Angriffstempo wird zurückgesetzt, wenn dein Zug endet. Zusätzlich verringert sich der Angriffsbalken des Gegners mit jedem What? Es ist so ein Speed-Attack-Bar-Ding hier. Heilige Scheiße. Okay, wow, das ist interessant. Sprich, sagen wir beispielsweise, du hast eine Perna im Gegnerteam. Perna proc gerne mal. Kennen wir alle, ne? So, immer wenn der Gegner, immer wenn die Perna proc't beispielsweise, erhöht sich ihr Tempo um 35. Sprich, sie wird 100% früher oder später cutten. Ne, die wird 100%ig irgendwann cutten, weil der Tempo, der erhöht sich immer um 35%. Sprich, dann bist du dran. Kannst eine Attacke machen. Dann reduziert sich das wieder, bis zu 5-mal. Ja, bis zu 5-mal kann das hochgehen. Also die 35% mal 5. Ja, kann der Speed geben. Dann, die wird 100%ig cutten irgendwann. Du kannst so viel procken, wie du willst, die cuttet irgendwann. LTA ist schwierig, weil man nur einmal cutten kann, aber GK, BK, ne? Ne, also die cuttet irgendwann 100%ig. Dann hast du so gesehen den Zug. Zusätzlich verringert sich der Angriffsbalken des Gegners mit jedem Angriff um 30%. Sprich, wow, what? Also ist das ist passiv, das ist ein automatischer Effekt. Sprich, also immer wenn der Gegner angreift, reduziert sich der Gegner mit jedem Angriff um 30%? Oder was jetzt? Oder wenn sie angreift um 30%?
Zusätzlich verringert sich der Angriffsbalken des Gegners mit jedem Angriff um... Ne, wenn du angreifst. Okay, wenn du angreifst. Okay, ich habe schon gedacht, wenn der Gegner angreift, also wenn der Gegner dran ist, dass der immer wieder 30% Reduce kriegt. Wäre ja übelst strong. Würde ja gar nicht mehr drankommen. Okay, immer wenn du angreifst, reduziert sich der Angriffsbalken des Gegners. Das ist echt stark. Also das ist ein Monster, was mega hart cutten kann. Aber mega hart. Da kannst du nicht mal was gegen machen. Außer du hast vielleicht einen Tessarion oder so in der Dev, mit dem Team. Aber ansonsten, du kannst nichts dagegen machen. Die wird 100% cutten. Früher oder später wird sie cutten. Das ist krass. Das ist krass. Das ist echt krass. Das ist der Hammer. Okay, das ist dasselbe. Bin ich hier mal gespannt. Das ist dasselbe. Je höher dein Angriffstempo, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind an, um ihrem Schaden zuzufügen. Okay. Ja, also umso mehr schädliche Effekte so gesehen das Ziel hat, umso mehr Schaden macht sie am Ende. Und das ist dasselbe wie bei allen anderen auch. Okay, kommen wir zu Dark. Und der Dark ist Xiana. Okay, das kennen wir. Schnelle Verbindung. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greif den Feind mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie schwächt die Verteidigung des Ziels für eine Runde. Und der Angriff der Reiterin absorbiert den... Okay, das kennen wir. Das ist die Attacke wie von der Feuer und Wasser, glaube ich. Ein nächtlicher Raubzug. Greift alle Feinde mit der Bestie zweimal an. Der Angriff der Bestie setzt den Angriffsbalken der Feinde auf 0 und der Angriff der Reiterin fügt Schaden zu, der um bis zu 100% ansteigt im Verhältnis zum Angriffsbalken, den die Bestie verringert hat. Ah, okay. Kann man so ein bisschen... Viva Chell? Ich glaube, Viva Chell tut auch so ein bisschen damit mit der Attack-Bar so ein bisschen rumfummeln, umso mehr Damage macht die oder so. War das nicht die oder Icarus? Irgendeiner von denen macht das, glaube ich, auch so ähnlich. Okay, also... der Panther greift alle Feinde mit zwei, also sie, alle Feinde, ist ein AOE-Hit, das ist immer cool, aber 5 Runden Ablenkzeit mit Skill-Ups ist wieder, finde ich, sehr hoch, aber okay. Der Angriff, der Beste setzt den Angriffs, das passt, also ich finde die mega strong, also ich finde, ich bin immer noch verblüfft, ich finde die ist so fucking OP, aber okay. Für den Schaden bis zu 100% ansteigt, Moment, der Angriff, der Beste setzt den Angriffsbalken der Feinde auf 0. Ja, und der Angriff der Reiterin fügt Schaden zu, der um bis zu 100% ansteigt im Verhältnis zum Angriffsbalken, den die Bestie verringert. Sprich, die werden die, ich schätze, es kann auch wieder stehen. Deswegen, also nehmen wir mal an, die ist ein Beißau-Hits, ja. Der Panther nimmt den Attackbar runter, sofern geht, also sofern, ich schätze mal, sofern nicht widerstanden wird. Und die Reiterin macht darauf dann den Schaden, je nachdem, wie viel Angriffsbalken weggenommen wird. Ne? Bis zu 100% mehr Schaden, so gesehen. Okay. Ist wahrscheinlich auch sehr stark. Ist ein sehr starker AOE-Hit, muss ich sagen. Okay, gehen wir weiter zur menschlichen Form. Das ist dasselbe, nehme ich an. Je höher dein Angriffstempo ist, desto größer wird der Schaden. Greift den Feind an und absorbiert den Angriffsbalken des Gegners um 25. Ja gut, das kennen wir. Und das kennen wir auch. Gut. Also. Fazit. Ich finde die fucking OP. Also ich finde die passiv so strong. Ich bin mal gespannt. Also da bin ich mal gespannt. Wer da den ersten kriegt und mal gucken, wie sie wirklich ist. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, heilige Scheiße. Also heilige Kacke. Ich finde die, also das ist die passive. Also nur die passive. Der Rest ist okay. Aber die passive, also wenn ich es richtig verstanden habe, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dann ist sie echt strong. Also es wird ein Monster sein, die 100% cuttet. Das ist nur ein anderes. Nur nicht luckbasierend. Kann man sagen. Er ist strong. Also die finde ich echt strong. Dark finde ich auch nicht schlecht. Wie gesagt, der letzte, ne, AOE-Hit, so gesehen, AOE Attack Bar Reduce plus AOE Attacke in einen, finde ich schon stark. Sie finde ich auch interessant. Sie finde ich ist sehr starkes PvP-Monster auf alle Fälle. Finde ich persönlich sehr stark. Kann man, wird man sehr wahrscheinlich in der ÖTL sehen, kann ich mir gut vorstellen. Feuer wird sehr schnell, sehr fast gebaut. Ist, weiß ich, muss man gucken. Aber ich muss sagen, also so von den Normalattributen finde ich, ich finde persönlich Wasser echt stark. Ja, Wasser finde ich echt strong mit Death Ignore und was war das hier? Ah, genau, und Attack Bar Push. Das finde ich, das finde ich schon sehr stark. Also da bin ich mal gespannt. Licht finde ich, wie gesagt, OP. Scheiße, OP mit der passiven. Sie finde ich auch noch gut, also die zwei finde ich somit am besten. Danach kommt sie, dann sie und dann sie. Weil sie ist schwer, finde ich, einzusetzen. Ist schwierig. Aber muss man mal gucken, wie sie am Ende sind. Ne? Muss man da mal gucken. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr von den Pokémon was ihr von den Monstern hält. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Und wenn ihr eins gezogen habt oder so, sagt mir ruhig mal Bescheid. Würde mich echt mal interessieren. Ja, ich gucke jetzt gleich nochmal ein bisschen rum, ob ich eventuell mal ein paar Kämpfe finde. Ne, ETF, vielleicht hat den einer. Ansonsten
Haut rein. Ciao.